Hallo, grüßt euch zu den Kanal-News heute am Sonntag, den 11. April 21, News-Folge 15 in diesem Jahr auf diesem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie üblich so ein kleiner Rückblick, ein kleiner Ausblick und was so alles auf dem Kanal letzten 8 Tage geschah. Es war einiges. Lasst euch einfach mal überraschen. Der Rückblick in die letzte Woche am Mittwoch, das kleine Video, was ich eigentlich nur mache aus dem Pool raus, wo ich dann immer so ein paar Videos habe über das Bosch Generation 4 CX Motor Anschlussvideo. Also welche Anschlüsse habe ich an diesem Motor überhaupt alle dran? Kam bei euch super, super gut an. Schöne, viele Fragen dazu. Dazu könnt ihr nächste Woche auch nochmal ein Video geben zu euren Fragen. Alle Videos wie üblich oben in der Ecke verlinkt, als auch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch einfach nochmal anschauen und euch einfach damit auch nochmal einen Eindruck verschaffen. In diesem Video war auch unter anderem eines drin, da ging es um das Thema Lichtanschlüsse, was für Anschlüsse am Motor habe, was kann ich wo anschließen. Und da war ein Kommentar drunter, wo ich ein bisschen umschrieben habe, dieses Thema Rest, Energie aufbewahren im Akku fürs Licht, weil ab 10% und weniger fällt der Motor quasi mit der Zugabe der Energie aus, also schützt einen einfach nicht mehr und man muss dann quasi Biobike fahren, aber das Licht brennt halt noch mit den letzten 10% Licht. Und da war ein Kommentar drunter, laut Gesetz 2 Stunden Restreichweite notwendig. Ich finde dieses Thema, 2 Stunden lang Licht noch am Bike zu haben, auch wenn der Akku langsam leer wird, völlig okay. Von Gesetz finde ich soweit auch okay, nur ich finde es undurchdacht, sowas. Wenn man nämlich mal sieht, was für Funzeln an Bike-Lampen über eine Zulassung bekommen von Straßenverkehr. Die halten keine halbe Stunde vernünftig durch und das sind Lampen von Straßenverkehr. Dann dürften die keine Zulassung bekommen, meiner Ansicht nach. Da sehe ich einen kleinen Widerspruch in der Gesetzgebung. Da müsste man auch für Akkuleuchten, die man regulär kaufen kann, die eine Zulassung haben von Straßenverkehr, auch Mindestnormen einführen, sowohl in der Helligkeit als auch in der Akkureichweite, finde ich einfach nur ein Muss. Wenn man es konsequent umsetzen würde, dann wäre es eigentlich auch nur sinnvoll. Am Donnerstag hat er mir einen kleinen Livestream über das Thema Bike-Check und ein bisschen eine kleine Plauderrunde. War echt schön, hat Spaß gemacht. Müssen wir mal auch schauen, im nächsten Woche weitermachen im Livestream, je nach Wetterlage. Ja oder nein, vielleicht mehr am Ende von den News dazu. Dann war noch dabei unsere Gewinnspiel- oder Gewinnerauslosung unserer Speedfresh-Gewinnspiels, unsere Mineralgetränke. Es gab ja 7 Gewinner, a 3 Flaschen. Ich habe sie oder werde sie noch alle per Instagram anschreiben und dann gehen die Fläschle auch am Montag an euch dementsprechend raus. Bin gespannt. Speedfresh hat auch gezeigt, dass er irgendwie noch so ein paar Aktionen mehr mit uns machen möchte. Ich freue mich richtig drauf, was da noch auf uns alle zukommt. Am Freitag war das Video mit dem Thema Energieriegel. War von mir einfach so ein kleines Spaßvideo, weil ich koche einfach verdammt gern und esse auch ab und zu gern, wenn man ab und zu ansieht. Und es waren halt Energieriegel für Biker mit einer relativ hohen Anzahl an Nüssen, Früchten. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, alle Videos verlinkt, sowohl unten als auch in der Ecke. Video gestern, Thema Reifenwechsel, tubeless to tubeless, hier jetzt aber in dem Fall bei mir vom Eddy Current auf Enhanced Dampf und Magic Mary. Ich muss sagen, leider ein ganz klein bisschen, ich hätte sehr, sehr gerne wieder mein Eddy Current in einer weiteren Version neu weitergefahren. Nur leider, wir haben das Problem, wir sind ja quasi im April 2021 und die Fahrradläger sind komplett leer und dementsprechend ist an Ware zu kommen, wie wir alle wissen, nicht das Einfachste. Muss ich einfach die Reifen nehmen, die bei mir in der Garage gestanden sind. Auch nicht schlimm, wenn es überleben, gibt schlimmere Dinge. Ein neues Kind auf dem Kanal oder ein klein bisschen Erscheinungsbild wird sich ein bisschen was anpassen an dem Kanal. Es gibt so ab den nächsten Tage, ab heute, wie es sich einarbeiten lässt in die ganzen Videos, ein neues Kanallogo und ein bisschen neues Erscheinungsbild des Kanals. Wird sich in den nächsten Monaten und Tagen ein klein bisschen oder Wochen auch ein bisschen umsetzen. Das kann man nicht über Nacht hinkriegen, aber ich denke, das macht schon Sinn. Dieses Logo, finde ich, ist super schön geworden. Ich finde, spiegelt einfach ein klein bisschen wider, dass man einfach nur Spaß am Biken haben soll. Und deswegen auch
der Graffiti-Style. Das war so mein Wunsch daran, dass wir da ein bisschen einfach den Spaß in den Vordergrund stellen und nicht, dass wir das ernsthaft jetzt ein bisschen durchziehen, sondern einfach sagen können, lasst uns einfach rausgehen, lasst uns biken. Das soll einfach so ein bisschen der Überbegriff sein dieses Kanals. Und auch egal, welches Skills-Level ich habe und wie gut oder wie nicht so gut ich vielleicht bin, einfach rausgehen, Spaß haben, völlig egal. Lasst uns einfach nur mit unserem Hobby ein klein bisschen Vergnügen haben. Also, neues Kanallogo finde ich einfach schön geworden. Ein bisschen wissen wollt zum Thema Kanallogo, wie ist entstanden? Es ist über Fiverr, also über eine Freelancer-Plattform entstanden. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt dazu, einfach mal in die Kommentare reinschreiben, unten ob ihr Interesse dann habt, dann mache ich gerne ein Video drüber, wie dieses Logo entstanden ist. War ein super cooler Prozess und den Designer, den ich rausgesucht habe, war eine mega coole Zusammenarbeit. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn ihr vielleicht mal noch Interesse habt, können wir das auch mal mit einem kleinen Interview verbinden mit ihm. Einfach, wie gesagt, unten in die Kommentare reinschreiben. Dann gehe ich da gerne drauf ein. So, dann müssen wir jetzt ein kleines, ernsteres Thema ein bisschen verdauen, was in den letzten Tagen und ja, Tagen der Social Media ging. Das ist genau dieser Post, den ihr jetzt gerade neben mir seht. Und dieser Post trifft es eigentlich zu nicht 100%, sondern 1000%, was ich stellenweise draußen in der wilden Bike-Wildbahn so alles sehe, das Thema Helm. Hatten wir ja auch im Livestream vor 2 Wochen ein bisschen das Thema, wo wir ein bisschen aufgearbeitet haben, wie vielleicht manche Helmmuffel sich da so verhalten. Nur dieser Post trifft es dann eigentlich doch 100%, den kann man eigentlich auch nichts hinzufügen, wenn man dann einfach den Text mal sich in Deutsch auf der Zunge zergehen lässt. Ich werde keinen Helm tragen, das lässt mich dumm aussehen. Ich würde sagen, für alle, die noch keinen Helm tragen, überlegt einfach mal, dass er einen aufzieht. Es ist ein deutlicher Schutzfaktor und ich glaube, es gibt keinen Biker, Radfahrer, EMTBler, Rennradler, Gravelbiker, egal was für einer, oder Tourenfahrer, dass ihn schon mal ein Ableger hingelegt hat. Und ich würde sagen, ein Helm verhindert doch deutlich Schlimmeres. Und je nachdem, wie hoch euer Skills-Level auch werden soll, wo ihr euch einfach da ein klein bisschen euch finden wollt, denkt auch an weitere Protektionen, an Knieschoner, an Schienbeinschoner, an Ellenbogenschoner, Rücken-, Brustprotektor. Je nachdem, wo ihr euch aufhält, geht ihr in den Wald spielen, durch einen Hardcore-Trail, zieht Protektoren an. Das kann euch dann doch das Leben deutlich verlängern und angenehmer gestalten, wenn mal irgendwas schief geht und man vielleicht mal einen bösen Ableger hinlegt. Also deswegen mein Appell. Ich sehe es jeden Tag und ich sehe jeden Tag alle Generationsschichten, die stellenweise immer noch ohne Helm fahren. Ich finde es einfach nicht okay. Deswegen fand ich diesen Post wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und den Spruch, immer den sich einfach auf die Zunge zergehen lässt, ich werde keinen Helm tragen, das lässt mich dumm aussehen, trifft es eigentlich doch perfekt. Dann wieder fröhlicheres Thema zurück und wirklich cool, wenn ihr da mitmacht. Schickt mir einfach eure Beiträge ein, wie ihr radelt, wie ihr euren Skills-Level verbessert und wie ihr euch einfach bessert. Und ich bekam nächste Woche wieder mal zum Thema eure Bikes, eure Strecken, eure Trails, mehrere Beiträge. Wird es auch die nächsten Tage und Wochen wieder Videos geben. Ist gerade Mobilität ausgegangen, um die zu produzieren, aber die kommen auch wieder raus. Der Danny hat per Instagram mir was geteilt. Möchte ich euch einfach auch teilen, Thema Trackstand Challenge. Ich habe noch ein bisschen Nachholbedarf, muss ich ganz ehrlich sagen, was aber auch ein kleines mit dem langen, langen Schwarzwaldwinter, den wir hier haben, zu tun hat, weil definitiv ist hier nicht wirklich schön gerade. Das Wetter hat zwischen Schneefall, Regen und vielleicht mal eine Stunde Sonne alles dabei und nachts hat es meist noch Frost, ekelhaft. Deswegen, ich muss noch klein ein bisschen aufholen, aber der Danny hat sich dann da doch richtig gut vorangearbeitet, finde ich richtig klasse. Die Skills werden doch immer besser. Also schickt es einfach ein, dann können wir es einfach teilen mit euch. Und ich denke, als Community gehört es einfach zusammen, wenn wir alle uns ein klein bisschen gemeinsam verbessern können und einfach ein bisschen auch pushen ist zu viel, auch vielleicht uns zeigen können, dass wir alle uns nach vorne einfach hocharbeiten können. Danny, danke, einfach nächste Posts raus und alle Posts raus, dann baue ich das gerne in meine Videos ein. Nächste Woche gucken wir mal nach, Thema Livestream, bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, weil das ist immer abhängig vom Wetter. Am Donnerstag war leider dann, wo der Livestream anfing, um 5 wurde es super schönes Wetter, deswegen war der nicht allzu großartig jetzt besucht, fand ich ein klein bisschen schade, deswegen muss ich schauen, wenn ich nächste Woche einen Livestream mache, dann muss ich wirklich abchecken, dass das Wetter auch mitmacht, weil klar, wir wollen rausgehen, wir wollen fahren, dann ist ein Livestream bei YouTube um 19 Uhr der falsche Ansatz.
völlig nachvollziehbar für mich, sehe ich auch soweit völlig ein. Deswegen schauen wir einfach mal nach, ob wir einen machen oder keinen machen. Das entscheidet das Wetter. Wenn das Wetter schlecht ist, dann machen wir einen. Wenn das Wetter gut ist, dann machen wir keinen und verschieben es um die Woche. Ist ja auch soweit gar kein Thema. Es wird auch ein Video geben über das Thema Reifen, Eddy Current zu Hans Dampf und Magic Mary, wie das so ein bisschen meine ersten Erfahrungen sind, wie ich den Reifen jetzt einfach so gern fahre. Ich bin wirklich gespannt, wie die nächsten Tage sich ergeben. Ich bin schon 2 Tage jetzt ja mal gefahren und ich muss wirklich sagen, gegenüber dem Eddy Current ist er deutlich direkter, er ist deutlich giftiger, ist falsch, aber er ist deutlich direkter, er ist deutlich spritziger im Fahrverhalten her als ein Eddy Current. Deswegen muss man einfach schauen, da wo man ein bisschen hin möchte. Ich finde, Eddy Current ist der bequemere Reifen, der auch ein bisschen mehr oder deutlich mehr verzeiht. Die Magic Mary Sans Dampf, die sind schon wesentlich direkter. Aber ich muss noch ein bisschen fahren und dann gehe ich da gern auch nochmal auf ein Video, auf diese ganzen Kommentare von euch ein, als auch ein auf das Fahrverhalten von den Reifen. Wenn ihr Fragen habt dazu, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, dann gehe ich da gerne drauf ein. Genauso, wenn ihr noch ein paar Videoideen habt, die ihr gerne auch mal sehen möchtet, sofern machbar, einfach unten reinschreiben in die Kommentare, dann gucke ich mal, was sich draus machen lässt. Soweit die News für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Insta und bis zum nächsten Mal und vor allem geht raus und geht biken. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Macht's gut, ciao.